In dieser Tasche habe ich zwei neue Features für die Steamboost-Dinger, die meiner Meinung nach das Armbrustschießen revolutionieren werden. Eines davon kann ich dir heute schon zeigen. Und zwar, das sind diese zwei kleinen Teilchen hier. Wenn du sagst, Reini, das ist doch total langweilig, dann mag ich dir kurz beschreiben, worum es geht. Du hast einen 90 Pfund Wurfarm und möchtest damit schießen. Was ich dir gezeigt habe, das ist der sogenannte Tuning Trigger. Dadurch geht das Abziehen absolut butterleicht von der Hand. Noch zielgenauer, noch besser, noch leichter und noch sinnvoller für die Steamboost-Dinger Tactical, Survival und natürlich auch für die Compact. Und wenn du wissen willst, was das bedeutet und ob das auch etwas für dich ist, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe in dieser Tasche für die Steamboost-Dinger Survival in einem Video oben bei mir geklickt, wenn ihr das interessiert, angekündigt, dass es zwei Features für die Steamboost-Dinger geben wird. Und eines, und das ist mir eine große Freude, das darf ich dir heute präsentieren. Das ist der Tuning-Trigger. Wenn du sagst, naja, was brauche ich einen Tuning-Trigger? Gib mir ganz kurz Zeit. Das ist der Standard-Trigger. Das ist der Standard-Trigger der Steamboost-Dinger. Tactical, Compact und natürlich auch der Survival. Das ist ein Teil. Und wenn du jetzt sagst, das finde ich total langweilig, gib mir ganz kurz Zeit. Dieser eine Teil ist hier eingebaut, ja, und drückt durch das Betätigen, kommt, das habe ich schon einmal in vielen Videos gezeigt, kommt hier, genau, dieses kleine Teil hier nach oben. Dadurch wird die Sehne, die hier in dieser Kante eingespannt ist und eigentlich auch nicht raus fahren kann, außer man schlägt von oben drauf. Das ist zum Beispiel auch ein Feature von der Survival. Oben bei mir klicken, wenn dich das interessiert, wie schon gesagt. Aber besonders wenn man einen 90 Pfund Wurfarm einsetzt, dann kann der Druck extrem auf dieses kleine Element hier einwirken. Das heißt, die Sehne zieht so stark nach vor, dass das Abziehen einfach unsymmetrisch oder unrund ist. Sagen wir unrund. Das heißt, du hast ein immer höheres Abzugsgewicht und dann geht's los. Das ist für kurz Distanzschießen, so schnelles Speedshooting, wie zum Beispiel bei der Compact, beim Anziehen, eine absolut coole Sache. Wenn du aber auf Präzision, auf etwas weitere Distanzen und natürlich auch mit stärkeren Wurfarmen arbeitest, überhaupt kein Thema. Das bedeutet, Steamboost hat daher einen Tuning-Trigger entwickelt. Da ist das nicht mehr ein Teil, sondern es ist ein Zahnradsystem, das ineinander greift. Durch das Betätigen des Triggers wird dieses Auszugselement nach oben geschoben und dieses nach oben schieben, ja genau, das löst dann bei der Steamboost-Dinger Tactical, Compact und so weiter, das ist für alle möglich, die Sehne aus. Dadurch ist das Abzugsgewicht, oder sagen wir mal, das Abzugsgewicht ist vielleicht jetzt gar nicht der richtige Punkt, sondern das Abzugsverhalten ganz butterweich. Das heißt, du ziehst, 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 ziehst und wirst dann ja ganz einfach vom Pfeil, Abschuss, überrascht. Das ist nicht mehr so ein Haken. Und bei dem Haken passiert es bei einigen, also wir haben immer wieder Fragen, ja Reini, meine Stinger zieht nach rechts. Dann frage ich, was hast du? Ich habe einen Pro-Wurfarm oder ich habe einen 55-Pfund-Wurfarm. Auf welche Distanz schießt du? Auf 12, 13, 14, 15 Meter. Und es ist immer alles nach rechts. Das ist, weil eben am Schluss der Abzug etwas stärker ist und dann zieht man vielleicht nach rechts oder nach links oder wie auch immer du den Trigger hältst, ne? Hältst du ihn eher so, hältst du ihn eher am Fingerspitzer, das kannst du mit diesem Tuning-Trigger fix vergessen. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Auch für diejenigen, die auf die Idee kommen, zwei 55 Pfund Wurfarme miteinander zu verbinden, habe ich auch schon gesehen. Übrigens, wenn dich das interessiert, schreib mir sehr gerne einen Kommentar hier unten. Wenn dir das interessiert, dann zeige ich mal her, wie ich das mache mit zwei 55 Pfund Wurfarmen. Halleluja, kann ich nur sagen. Auf jeden Fall, für all jene, die mit stärkeren Wurfarmen schießen, ist es ganz einfach ein Spaß. Wenn du auf weitere Distanzen schießt, ist es absolut, meiner Meinung nach, ein absolutes Muss. Musst aber du natürlich für dich selbst entscheiden. Also, für 90 Pfund Wurfarm absolut genial. Und natürlich auch für 55 Pfund Wurfarm, für die Standard Compact mit den, ich glaube, 35 Pfund Wurfarm, muss ich da sagen, kannst du machen, wird aber nicht allzu viel bringen. Es bringt eben bei dem höheren Zuggewicht etwas. Ja, wenn du wissen willst, wie die installiert wird, auch oben beim i-Klicken, da kommst du auf meinen Bogensportkanal, da zeige ich dir, wie du das einbauen kannst. Ist wirklich ziemlich einfach. Und das hier, diese kleine Funktionalität hier,
Die schaut nicht nach viel aus, da denkt man sich, naja, meine Güte, irgendein Trigger. Den gibt es übrigens in Rot und auch in Schwarz. Das heißt, du hast dann zwei Trigger, einen schwarzen und einen roten, den ich jetzt hier verbaut habe. Der rote Trigger, aufpassen, nicht draufdrücken. Dann eben dieser Block, der nach oben zieht und auslöst sozusagen. Dann eine Feder ist mit dabei, die ist notwendig, damit eben das hier passiert, dass die Feder wieder nach vorgeht. Und dann ein kleiner Bolzen mit dabei, den brauchst du nämlich, um das ganze Teil rauszuschlagen. Das ist ganz einfach, ich habe das hier hinten, da, und wie gesagt, oben beim Mitklicken, ich habe das gemacht mit meinem Messer, mit meinem Irbis und mit einem Zweier, so ein Imbusschlüssel. Also das geht ziemlich einfach, das zeige ich dir, wenn du das willst. Jetzt mag ich aber noch einmal ganz kurz über die Funktionalität sprechen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die hier Zielfernrohr zum Beispiel montieren. Wir haben auch den dazugehörigen Aufsatz, auch oben, unten beim i-Klicken. Ja, zeige ich dir ganz einfach, da gibt es, oder unterhalb vom Link-Klicken, da kommst du direkt auf unsere Webseite. Wir haben einen Aufsatz, einen schrägen Aufsatz oder einen geraden Aufsatz für das Zielfernrohr. Und stell dir jetzt ganz einfach vor, okay, diese orange Matte, das ist übrigens die Steambo Premium Matte, auch die gibt es bei uns im Shop oben, unten beim i-Klicken. Wäre jetzt weiter weg, kann ich aber nicht tun, wie du siehst, ich bin hier auf Waldurlaubatee und da sind Kühe, ich kann auch nicht da nach hinten schießen auf weitere Distanz, weil da die Kuh steht, wenn ich daneben schieße, dann ist das unangenehm, das werde ich natürlich nicht tun, hier ist aber alles sicher und deswegen schieße ich dorthin, also nur so als Hintergrund, warum ich das mache. Das heißt, ich kann jetzt kein Distanzschießen machen. Übrigens, wenn dich auch das interessiert, ich habe schon mal mit der Stinger 1, mit der Metallversion, es ist sehr, sehr lange her, auf 100 Meter geschossen. Wenn dich auch das interessiert, wenn du da mehr wissen willst, wie das geht, welchen Winkel man da braucht, etc. pp., schreib mir gerne einen Kommentar, dann kann ich gerne ein Video dazu machen. Aber das ist absolut abartig, also egal. Aber da hätte mir dieser Abzug, dieser Tuning-Trigger wirkliche Dienste erwiesen. Ich möchte es dir jetzt noch einmal im Detail zeigen. Und zwar, es geht ja darum, eben diese Sehne hier aus der Kante rauszubringen. Das ist die Idee von dem Abzug, das macht er. Jetzt ist es so, dass bei dem 90 Pfund Wurfarm extrem viel Spannung aus und Druck und Kraft auf genau diese Kante passiert. Daher ist es zum Beispiel auch so, dass bei der 90 Pfund Wurfarm Variante, wenn man da drauf klopft, das ganze System nicht gleich abzieht, weil einfach viel mehr Druck drauf ist. Bei einem 35 Pfund Wurfarm brauchst du nur ganz locker draufhauen, also locker, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber da löst das schneller aus. Und jetzt liegt es daran, bei den 90 und 55 Pfund Wurfarm, da macht das wirklich Sinn, aber wie gesagt, du kannst natürlich immer kaufen, ich rede nicht gegen mein Geschäft, dann löst du ganz, du kannst ganz locker abziehen. Du hast dann jetzt nicht mehr so einen Druckpunkt und dann muss man drüber, sondern ganz lockeres Abziehen. Bumm. Das ist in einem Video einfach schwierig zu zeigen. Das ist etwas, was du ausprobieren musst. Aber ich kann dir sagen, allein wenn du trocken abziehst bei diesem Teil hier, wirst du den Unterschied merken zu dem Standard-Trigger, der natürlich auch cool ist. Aber mit dem machst du deine Stinger noch einmal, also du bringst sie einfach noch einmal auf ein Level, besonders wenn du weiter als 3,5 Meter schießen willst. Ja, das war jetzt das Video zum Tuning-Trigger. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop, hol dir das Teil. Ich bin der Meinung, dass es die Stinger, die Tactical, die Compact, wenn du mit stärkeren Wurfarmen schießt, obwohl ich das für einen Blödsinn halte, aber okay, ja. Also natürlich total okay. Und für die Survival, also besonders für die Tactical und für die Survival ist das eine echte Aufwertung, die... Das ist eine Investition, die wirklich Sinn macht, weil du einfach viel mehr Freude haben wirst. Und umso höher du mit den Wurfarmen gehst, mit dem Abzugsgewicht, also zum Beispiel 2,35er oder 2,55er oder ich habe ja schon jemanden gesehen, der 2,90er zusammengebaut hat, was absolut irre ist. Und eigentlich über die Sinnhaftigkeit von dieser Armbrust hinausgeht, aber das ist, wie gesagt, nicht meine Sache, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ist dieser Trigger einfach wirklich, wirklich, wirklich eine Aufwertung. In einem bald, ich hoffe bald, darf ich, weil ich habe ein NDA, ein Non-Disclosure Agreement, also ich muss die Goschen halten, Vertrag unterschrieben mit Steambo, dann kann ich dir die zweite Erneuerung zeigen. Und auch da übertreibe ich nicht, die hat es wirklich in sich, auch die ist in dieser Tasche. Das heißt, lass dem Kanal ein Abo da, vielleicht magst du das Video auch teilen, da würde ich mir auch irrsinnig freuen, damit viele andere auch die Möglichkeit haben, diese neue Funktionalität für ihre Steambo-Stinger dazu zu kaufen bei uns im Shop. Ich gebe da unten den Link. Und ansonsten sage ich herzlichen Dank.
Es war mir ein Volksfest, dass du wieder mit dabei warst. Ich kann nur sagen, es macht einfach extrem viel Spaß. Extrem viel Spaß. Und einmal geht natürlich noch. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Und ciao, ciao.